Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder ein Unboxing für euch. Ich habe nämlich weitere Miniverse Make It Food Kugeln gefunden bei meinem Penny und habe drei an der Zahl noch gekauft. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ob da das sagenumwobene, beliebte Avocado-Toast drin ist, das alle immer so haben wollen. Ja, ich wäre sowieso schon mal froh, wenn ich einfach verschiedene habe und nicht dasselbe. Obwohl ich jetzt auch bei anderen schon gesehen habe, man kann ja aus dem Doppelten auch mit den Sachen, die man hat, was ganz Neues kreieren. Also, wenn ihr Bock habt, die mit mir auszupacken und zu sehen, was drin ist, ist das Avocado-Toast drin? Dann bleibt einfach dran. Ja, ich habe diese Dinger bei Penny geshoppt, aber sie gibt es auch überall, wo es Spielsachen gibt. Und es gibt inzwischen mehrere Serien. Es gibt sogar noch etwas kleinere Bälle, die sind in so einem Mintfarben, wie hier vorne dieser Milchshake. Und da sind zum Beispiel Frühstückssachen drin, wie Fruit Loops und Bubble Tea und sowas. Und ich habe gesehen, dass unser Müller sowas haben soll. Und ich muss unbedingt demnächst zum Müller und gucken, ob ich diese Mini-Kugeln bekomme. Die sind nämlich etwas kleiner und haben keinen Tisch drin. Die haben ja Tische drin. Und ja, ich freue mich. Es gibt auch jetzt noch ganz neue Lifestyle. Die wird es zum Herbst in Deutschland geben, hat Miniverse uns verraten. Und ich freue mich, es ist keine Kooperation mit Miniverse, aber wenn ihr Bock habt, mit mir Kooperation zu machen, dann sagt mir Bescheid. Ich liebe diese Kugeln und ich hätte Bock drauf, weitere auszupacken und mit euch zu basteln. Es macht einfach so wahnsinnig viel Spaß. Es ist einfach so ein Ding aus fertigen Sachen und man weiß nicht, was drin ist. Und dann macht man sie mit Resin und dann legt man sie in die Sonne und dann werden sie fest. Und ich finde es macht einfach so wahnsinnig viel Spaß. Und ihr wisst, ich liebe Miniature-Sachen und ich liebe besonders auch Essen und natürlich auch. Jetzt rollen sie mir die ganze Zeit weg. Ich liebe einfach auch diese kleinen Food-Sachen und Sweets und. Also ich muss unbedingt noch die anderen finden und kaufen und mit euch auspacken. Und es gibt jetzt ganz neu, hat Miniverse verkündet, in Deutschland zum Herbst Lifestyle. Das heißt, da sind kleine Aquarien drin und Candles und ich weiß nicht was, Dekorationsstuff. Und ich finde das einfach wahnsinnig cool. Und es passt perfekt zu meinen Nuimos von der Größe her. Deswegen, ich bin da wirklich. Ja, gerade obsessed diesen Dingern. Ich finde, wir haben genug gelabert. Wir gucken da jetzt unbedingt rein, ob wir das Avocado-Toast haben. Und wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, dann ja, sagt mir das unbedingt in den Kommentaren. Habt ihr sie schon gefunden? Habt ihr sie schon ausgepackt? Was habt ihr drin? Und was ist euer Favorit von allen? Ja, ich muss gleich mal gucken. Ich finde sie alle toll, aber ja, es ist schon echt cool. Und obwohl man vielleicht auch Sachen doppelt hätte, kann man dann ja auch neue Sachen kreieren. Das finde ich auch total spannend. Und was ich heute auch auf der Miniverse-Seite schon gesehen habe auf Instagram ist, es wird was zu Halloween geben. Das ist jetzt nicht so meins, aber es gibt wohl extra Kugeln auch davon. Ja, also diese Dinge haben so einen Hype ausgelöst. Das ist unglaublich, aber ich finde es einfach cool. Es ist so total meins. Es schreit einfach nach meins. Es ist Make It Mini Food und noch Miniatur und auch noch selber basteln und auch noch Sweets. Drei Dinge in einem. Also ich würde sagen, drei Überraschungen in einem. Ich würde sagen, nicht lang schnacken. Wir fangen jetzt an. So, ich zeige euch nochmal am Anfang, welche ich schon ausgepackt habe. Meine allererste, die ich in Malaga gekauft habe. Da seht ihr hier, da hatte ich ja mit euch die Strawberry Waffles gebastelt. Die sind so cool, ist immer noch alles fest und mega cool. Ich habe alles andere so unter den Tisch geklemmt und ja, ich glaube, ich werde mir so eine kleine Küche oder sowas, ach Katzenhaare, kleine Küche oder sowas basteln und dann werde ich mir das so in die Regale räumen oder so. Ich weiß nicht, ich bin gerade total gehypt, mir irgendwas zu basteln. Ich meine, man kann die so aufbewahren auf diesem Tisch mit 1000 Tisch. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist schon echt ganz cool. Die habe ich mit Instagram ausgepackt und ich habe sie noch nicht gebastelt, weil wir hatten einfach keinen Sonnenschein. Aber ich zeige sie euch noch mal ganz kurz. Ich hatte sie auch hier kurz einmal schon hingehalten. Da ist eine Tarte drin. Da freue ich mich richtig drauf. Die werden wir jetzt auch noch mal basteln. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt hier in YouTube bastel oder ob ich sie noch mal mit euch in Instagram bastel, weil ja einige ja das gerne auch da sehen möchten. Ich weiß nicht. Also hier können wir noch mal kurz in diese Anleitung gucken. Ich bin gespannt, welche ich jetzt aufmachen soll. Also das Strawberry Toast haben wir ja schon. Und das andere ist die Tarte. Ich zeige sie euch auch hier noch mal. Diese hier.
Die haben wir. Und ich weiß nicht, ich finde die alle toll. Die Kuchen sind besonders toll. Also, das ist ja das gehypte Avocado-Toast. Ich hätte ja gerne so einen Eisbecher oder sowas. Finde ich ja auch cool. Hier, sowas hier, so ein Mint-Schokolade, ne? Den finde ich toll. Also, ich glaube, den hätte ich richtig gerne. Den finde ich nämlich mega. Der ist einfach mal so was ganz anderes. Oder hier, sowas hier. Banane oder mit Crunchies oder was sind das? Cake? Cubes. Oh, das ist so cute. Ich liebe es. I love it. So, eins, zwei oder drei. Welche machen wir auf? Oh, ich kann es nicht abwarten. Ich mache einfach, ich greife einfach zu. Ihr seht, ich habe Augen zu. Ich greife jetzt einfach irgendeine und wir packen sie zusammen aus. Wo ist das? Wo ist der Anfang? Da ist der Anfang. Oh, ich finde die einfach so mega. Es macht einfach so wahnsinnig viel Spaß. Und es ist, ich weiß nicht. Also für Kinder? Nee, ich finde das für Erwachsene viel besser. Erwachsene haben noch viel mehr Spaß und sowas. So, einfach weg mit dem ganzen Müll hier. So, jetzt müssen wir die hier noch öffnen. Ich bin, das ist also wie gesagt die Dinerkugel, ne? Da gibt es 18 verschiedene Rezepte drin. Und ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon mal was anderes, weil die Tüten sehen schon mal anders. Obwohl, da ist wieder dieses Rise and Shine. Oh no, es ist schon wieder die Strawberry-Waffeln. Also, nee, wartet, da ist jetzt. Ich kann mich nicht erinnern, dass da dieses Ice Cube. Ding drin war. Okay. Vielleicht packen wir sie in diesem Video auch alle aus. Wir bauen eins zusammen und in den nächsten Videos bauen wir dann die anderen zusammen. Wo ist denn hier jetzt wieder das Öffnungsteil? Da. Ich finde ja gut, wie es präpariert ist. Ich glaube, ich werde mir so eine kleine Mini-Küche oder irgendwas bauen aus Pappe oder so. Mini-Wars, ich brauche mehr von diesen Kugeln. Ich liebe das. Okay, also wir haben wieder hier dieses Rise and Shine. Ich habe die Vermutung, es könnte schon wieder das Strawberry Waffel sein. Okay, wir haben hier Tüte 1. Made it fresh. Dann haben wir hier Keep Cool. Da ist wahrscheinlich das Resin drin. Dann haben wir hier wieder den Tisch. Der lässt sich einfach so zusammenbauen. Mega cool. Vielleicht kann man auch irgendwas so bauen auf dem Tisch oder so. Hier ist die Pinzette, die immer dabei ist. Dann haben wir hier Happy Farms. A sunny day. Thank you, sunny day. Und hier ist der Spoon drin oder die Gabel oder was auch immer. Ich vermute, wir haben wieder das. Wir haben die Erdbeerwaffe. Naja, okay. Doppelte kann man entweder tauschen. Ne? Also wir können entweder tauschen oder wir können was ganz Neues draus kreieren. Wenn wir ganz viel zusammen haben am Ende, das wäre eigentlich auch ganz cool, oder? Wenn wir am Ende da irgendwie sowas machen. So. Ich öffne jetzt die Tüten. Ja, es ist die Waffe. Ich glaube, es ist die Waffe. Schade. Ich hätte jetzt gerne irgendwas Neues gehabt. Ja, ihr seht, es sind die Waffeln. Aber gut, okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, das bewahren wir uns bis zum Ende auf. Und ja, hier ist die Whipped Cream drin. Und dann machen wir noch mal was anderes draus, wenn wir ganz viel andere Sachen dabei haben. Wie zum Beispiel, ja. Maple Syrup. Dann mixen wir uns das irgendwie. Wir machen da Bananen drauf oder irgendwas. Ich habe ja auch gesehen, einige machen ja was draus. Strawberries, sind die Strawberries. Die machen da Magnete draus oder sowas. Ich habe noch nie drauf drüber nachgedacht. Aber wir können ja mal überlegen, was wir da sonst noch so draus basteln können. Ja, also ihr seht schon, bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe wieder die Strawberry Waffle. Machen wir die nächste auf? Wir machen die nächste auf. Ich bin gehypt zu gucken, was in der nächsten drin ist. Pack das jetzt hier alles wieder mit rein. So, die bewahren wir uns auf fürs nächste Mal. Und wie gesagt, wir sammeln mal das, was wir doppelt haben und dann machen wir was anderes draus. Gucken wir weiter in diese hier rein. Next one. Oh, ich hoffe, also das ist jetzt schon echt. Ich habe jetzt 5 Stück. 5 von 18. Das ist jetzt schon bitter, dass man jetzt schon nach der zweiten oder dritten Kugel schon ja eine doppelte hat. Aber naja, das kann man ja nie so wissen. Und nee, ne, das ist schon wieder dieselbe Tütenfarbe da drin. Wenn das jetzt wieder Strawberry Waffle ist, ne, dann raste ich aus. No! Ich hoffe, das ist jetzt wirklich was anderes. Ich will was anderes mit euch bauen. Also dann bauen wir die Tarte auf jeden Fall, wenn, also ich kann ja wohl nicht in 4 Kugeln dasselbe haben. Das wäre jetzt mega Zufall. Ja.
Also dann muss ich doch auf jeden Fall mit jemandem tauschen. Boah, die Dinger sind aber auch hier so... Wo ist denn der Anfang? Da. Mann, ich wollte irgendwas anderes. Ich wollte Milchshake oder sowas. Achso, ich muss hier auch nochmal öffnen hier. Mann, bin wirklich ein bisschen enttäuscht. Ich wollte doch irgendwas Tolles. So, naja, gehypte Avocado-Toast. Oder Bananen von mir aus auch. Irgendwas anderes. Ich mag gar nicht reinschauen. Oh nein, es ist was anderes, auf jeden Fall. Okay, wir haben Glück. Es ist auf jeden Fall was anderes. Wir haben hier wieder 1000 Millionen Anleitungen. Also ihr findet hier die Anleitung wirklich in jeglicher Sprache, wie ihr das braucht. Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Italienisch, Russisch, ich weiß nicht, Großbritannisch. Ja, Deutsch gibt es die, glaube ich, auch irgendwie. Keine Ahnung, Chinesisch. Ja, aber wir brauchen sie nicht. Hier ist wieder die Dingsanleitung. Hier findet ihr sie auch auf Deutsch, Französisch, Spanisch. Man kann irgendwie auch Rezeptvideos schauen. Haben wir noch nie ausprobiert, ne? Sollten wir mal machen. Sollten wir uns mal angucken. Rezeptvideos. So, wir haben wieder den obligatorischen Tisch. Und die Kuppel. Und hier haben wir wieder die Tütchen. Tütchen. So, bin gespannt. Zange ist auch immer mit dabei. Also die haben wir tausendmal. Ja, wir haben hier so Sunny Side Up. Was öffnen wir zuerst? Wir öffnen zuerst hier den Löffel oder irgendwas in der Richtung. Den Löffel. Okay. Wir haben ein Messer. Ein Messer. Haben wir das Avocado-Toast? Ich bin gerade... Ich weiß nicht, haben wir das Avocado-Toast? Avocado-Toast. Was öffnen wir als nächstes? Welche Tüte wollen wir öffnen? Hier könnten die Avocados drin sein. Hier ist auf jeden Fall Toast. Es fühlt sich auf jeden Fall schon mal weich an. Ich freue mich so. Okay, wir öffnen zuerst die gelbe Tüte. Die gelbe Tüte hat auf jeden Fall wieder so ein Tablett. Das ist definitiv Pancakes oder Toast oder irgendwas. Wir öffnen mal dieses Resin. Oh, wir haben Erdnussbutter. Oh, wie geil. Das ist ja mega. Und sagt mal, wie süß das ist. Das ist Erdnussbutter. Erdnussbutter. Butter. Bring mir Butter und Mustard. Okay, was haben wir hier? Da müssen jetzt irgendwie Toast oder irgendwas anderes drin sein. Es sind Toast. Oder wie süß. Oh nein, look. Das ist so cute. Award-winning bread. Sun-baked sweets. Fresh out of the oven. Oh nein. Und jetzt hat hier diesen Clip. Oh, das ist sweet. Oh nein, ist das niedlich. Toastiness, 100%. Fun bounce, 100%. Totally happy. 100%. Ist das süß. Guck mal. Oh Mann, es ist schon fast zu schade, um das kaputt zu machen, weil es schon so total süß ist. Oh, ich flippe aus, ey. Das ist einfach so cute. Bananen! Yay, Banana! Okay, wir haben Bananentoast. Cool. Also wir haben Bananentoast. Wo ist jetzt das Ding? Ich öffne jetzt das nicht, das neue. Ich öffne jetzt das alte hier. Ich habe diese Rezepte-Dinger, die kommen auch irgendwie beiseite. Also wir haben Bananen. Bananentoast. Aber wir haben nicht das hier mit Maple Syrup. Wir haben ein anderes. Also eins von den oberen. Also wir sind schon nah dran am Avocado-Toast gewesen. Das haben wir hier. Das mittlere. Wir haben die Bananenscheiben auf Erdnussbutter. Jetzt sind nicht viele Ingredients, aber ist gar nicht so schlecht. Ist schon cool, oder? Ich finde das echt mega cool. Die Toast sind einfach so niedlich. Ich bin jetzt gehypt, die letzte Kugel auszupacken, ne? Wollen wir die letzte Kugel auspacken oder wollen wir die noch uns aufbewahren? Ich glaube, wir bewahren die uns fürs nächste Video auf. Ich bin jetzt gerade ein bisschen euphorisch. Wir basteln jetzt einfach das Toast miteinander. Oh, ist das süß. Und hier sind die kleinen Bananenscheiben. Also wir brauchen wieder als allererstes unsere Zange. So, wir machen die Zange. So, ich hole euch gleich näher ran. Weg mit dem Plastik. Also wir haben jetzt hier kleine Bananen. Wir haben hier den Teller. Wir haben Erdnussbutter und wir haben die Toast. Und hier ist wieder dieser Nopsi, der kommt hier oben in die Glocke. Und dann kann man das wahrscheinlich, wie gesagt, mit dem Tisch... Ich weiß, man kann den Tisch hier unten reinklicken. Oder man soll ihn da irgendwie reinklicken. Ich weiß aber auch nicht, ob man das so aufbewahren soll.
Aber es funktioniert. Also man kann den Tisch hier, ich muss den, glaube ich, erstmal abmachen. Also man kann den hier sich unten reinnoppeln. Jetzt passt er hier nicht rein. Eigentlich soll er da reinpassen. Und dann hat man den Tisch. Und dann kommt das Ding da drauf. Ich habe keine Ahnung. Aber man soll eigentlich alles wiederverwenden können. Na gut. Ich finde die Dinger aber allgemein ganz cool. Vielleicht kann man da auch noch was draus basteln. Also wenn ihr Ideen habt zum Basteln, dann lasst sie mir gerne in den Kommentaren da. Und dann machen wir daraus was. Wie gesagt, wir haben jetzt einen doppelt. Entweder tauschen wir den noch mit jemandem oder ich kreiere was Neues daraus. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch nicht alle Bananen benutzen. Ich meine ganze. Also die Anleitung sagt ja auch, ihr müsst nicht alles benutzen. Das ist ja nur eine Anregung, wie man das machen könnte. So, also hier sollen wir das streichen und dann kommt da 10 Minuten in die Sonne. Okay, wir fangen mal an. Ich hole euch ein bisschen näher ran. So, obwohl die Sonne hier scheint und wir Sommer haben, habe ich das Gefühl, mein Bild ist immer zu dunkel. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung hinterlassen. Oh, das ist cute. Also, das ist hier diese kleine Toast-Tüte. Die öffne ich jetzt einmal vorsichtig. Ich hoffe, man kann sie so öffnen. Oder muss ich sie doch aufschneiden? Wo ist meine Schere? Ich hatte vorhin noch eine. Vorsichtig aufschneiden, denn ich will ja behalten. Ich finde das ja süß. Ich will das irgendwie später mal, weiß ich nicht, vielleicht kann man das später auch nochmal mit was anderem füllen oder so. Es ist einfach auch so Inspiration, ne? Wenn man so irgendwie so Miniature-Küche oder irgendwie sowas macht. Und ich finde auch diese Lifestyle-Kugeln richtig, richtig cool. So, also hier haben wir unsere Toastscheiben. Oh nein, schaut mal, sind die nicht cool? Die sind so süß. Mann, die sind mega. Ich finde das echt cool. Also die kommen dann hier so drauf. Ja, vielleicht packen wir die auch noch mal ein bisschen übereinander, weil das irgendwie cooler wirkt. Also so, dann sollen wir hier das Resin. Das sollen wir. Es wird hier wieder aufgedreht. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Und da ist hier das Nupsi drin. Das kann man immer so schlecht abziehen. Deswegen werde ich das wieder aufstechen. Gucken, dass ich mir aber damit nicht jetzt irgendwie die Schere versauere. Wisst ihr was? Ich muss mal nebenbei mir irgendwie mal ein Stück Küchenpapier holen. Wartet mal kurz. So, vorsichtshalber habe ich jetzt hier Küchenkrepp. Ich will nicht, dass mir das irgendwo sonst wohin läuft. Ich bin nicht so der Resin-Experte, aber ich weiß, dass Resin ganz schwer mit irgendwie was abgeht. Ich muss, also wenn ihr mit Resin schon mal gearbeitet habt und ihr habt Ideen, wie man das irgendwie von Sachen abbekommt oder von, ja, von den Fingern. Vielleicht sollte man auch wirklich sich Handschuhe anziehen. Ich weiß ja, Resin ist nicht so gesund. Man muss schon ein bisschen aufpassen. Deswegen finde ich das mit Kindern auch jetzt wirklich schwierig. Ja, okay. Das schneide ich mir hier ab. Blup. Mhm. Oh, das ist so cool. Okay, also wir fangen mit einer Toastscheibe an. Ich hole euch nochmal ein bisschen näher. Wir haben jetzt hier das Resin. Dann, meine Finger sind leider ein bisschen trocken, ich bleibe überall hin. Und die Bananenscheiben. Und wir sollen das jetzt hier machen wie, ja, drei Schnauze, ne? Hier sind jetzt alle Bananenscheiben drin, aber es liegt auch so ein bisschen aufeinander. Und einige Bananenscheiben liegen so ein bisschen daneben. Ich würde es jetzt einfach versuchen, das genau so zu kreieren, aber ich versuche noch nicht alle Bananen zu benutzen. Also, wie machen wir das jetzt? Ah, okay. Wir nehmen jetzt hier das Toast. Und ich nehme jetzt hier das Resin vorsichtig raus aus dem Ding hier. Oh nein, wie cool! Das ist so cute. Schaut euch das an. So, jetzt machen wir hier die Erdnussbutter drauf. Das ist voll cool. Und ich habe schon einen ganzen Navi da dranhängen. An dem blöden Messer. So. Gut, dass ich das Küchenkrepp habe. Ich weiß auch nicht, wie viel hier drin ist. Okay. Ein bisschen, man muss ein bisschen stochern. Ist ein bisschen niedrig, also vielleicht müsste man das nochmal irgendwie, ich weiß auch nicht, sich rausquetschen. Ist ein bisschen stückelig, kommt es mir jedenfalls vor. So. Könnt ihr das überhaupt sehen, was ich hier mache? Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Oh, es macht so Spaß. Es ist so wahnsinnig cool. So, jetzt versuche ich das hier noch weiter auf dieses Toast zu schmieren. Also man muss schon ein bisschen, es ist schon, man muss schon echt Geschick haben. Man muss das alles irgendwie gleichzeitig machen. So. Okay. Ich weiß auch nicht, wie viel da drin ist wirklich. So, dann könnt ihr das sehen. Ich mache schon wieder bei neben. So, okay.
Das erste ist hier schon mal. Oh, das wird aber schnell hart hier bei mir im Zimmer. Oha! Oh, da muss ich jetzt aber ran, Leute. Also, bevor mir das hier andatscht, da muss ich einmal jetzt hier das hier so drauflegen, damit das zusammenglut. Okay, so. Und dann schon mal die Bananenscheiben draufpacken. Ich tausche das mal hier kurz. Da kommen da die Bananenscheiben drauf. So, nun muss ich das echt nachkleben, ne? Mit Sekundenkleber. Oh, das zieht aber schnell an. Ja, bei mir im Zimmer ist es relativ warm. Und die Sonne scheint hier auch ein bisschen ins Zimmer. Und dann habe ich natürlich Sorge, dass so Resin könnte dann ganz schnell austrocknen. Guck mal, wie schnell das sich irgendwie verhärtet. Krass! Jetzt nicht gedacht. Dann muss ich da nochmal was unterschmieren, damit das hier hält. Puh, okay. Vorsichtig, einmal das Messer ein bisschen sauber machen. Oh ja, es wird schon hart hier, hart und pappig. Oha, ich muss mich aber beeilen. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass dieses Erdnussbutterzeug hier ein bisschen schnell hart wird. Aber seht ihr, das hält auch gar nicht mehr. Ich muss das gleich dann nochmal runterschmieren. Da muss ich mich ein bisschen ranhalten. Oh Mann, das ist aber krass. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, das ist zwar UV-Resin und das geht echt schnell, aber das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, dass das hier schon so schnell hart wird. Jetzt mache ich mir da ein bisschen was unter. So, so, dann hält das besser. Komm, komm, komm. Ja, da. Klebt da dran fest, bitte. Die Bananenscheibe zum Beispiel klebt auch schon gar nicht mehr. Klebe ich noch ein bisschen was drunter. So, perfekt. Perfekt. Schmier mir das hier so ein bisschen ein. Matschi, matschi. Sieht im wirklichen Leben auch nicht so anders aus, das macht man ja auch so, ne? Also im wirklichen Leben ist ja auch das Toast nicht so mega schön. Okay, das hatten wir schon mal. Guck ich mal, wie viel hier noch drin ist. Ist da noch viel drin? Oh, doch, ein bisschen ist da noch. Das können wir also einfach noch hier so ein bisschen rummatschen. Und, ja. Oha, ja, jetzt habe ich hier ordentlich am Messer. Aber ich will ja auch, dass das Toast, wartet, noch ein bisschen beschmieren. Da muss ich jetzt gleich schnell die Bananen drauf. Das kommt hier noch drunter, damit das ordentlich da drauf klebt. Okay. Ist die Frage, ob man das noch festklebt auf dem Ding. So, jetzt kommen noch Bananen hier drauf. Geht jetzt irgendwie schneller mit den Fingern, als das jetzt irgendwie mit diesem blöden Dings zu machen. Mit der blöden Pinzette. So. Ja, ist doch nice. So, und jetzt würde ich das Ganze hier daneben legen, damit das mit fest wird. So. Mal gucken, ist da noch was drin? Oh, da ist noch ordentlich was drin. Sehr schön. Hauen wir hier noch mal ein bisschen was drunter. Ich würde auch sagen, ich würde fast unter die Toast auch was kleben oder daneben, damit das auf diesem Teller festklebt. Vielleicht sollte ich das Messer mir hier so hinlegen. Ja, so, guck mal. Erst mache ich noch mal ein bisschen hier auf eine Banane drauf. Oh, ihr könnt das gar nicht sehen, was ich gerade mache. Oh, es riecht auf jeden Fall. Ich finde, es aber riecht aber nicht unangenehm. Ich finde, es riecht süßlich. Also ich finde es okay. Es riecht eigentlich okay. Jetzt habe ich es aber ein bisschen an den Fingern. Ist auf jeden Fall noch was drin in dieser Packung. So, ich klebe jetzt hier nochmal was auf den Teller runter. So, das Messer. Das ist schon angetrocknet. Upsi. Ja, okay. Also ich würde sagen, das Messer packe ich jetzt so sehr ungalant auf diesen Teller rauf. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt doch so. Ich meine, es sah so einfach aus. Ich finde es jetzt doch nicht so einfach. Und jetzt nutze ich irgendwie doch fast alle Bananen hier. Also ich packe hier nochmal eine mit hin. Okay. Und eine, ja, die klebt sich hier so ein bisschen mit hin.
Und die anderen beiden, würde ich jetzt sagen, die bewahren wir erstmal auf. So, jetzt mache ich hier wieder zu. Hier ist ja wahrscheinlich noch was drin. Und jetzt kommt das Ganze in die Sonne. Ja, jetzt hat sich gerade eine Wolke hier wieder rumgezogen. Okay, ich versuche das jetzt mal hier vorsichtig ins Küchenkrepp von meinen Fingern zu bekommen. Das ist schon ein bisschen blöd. Das klebt ein bisschen. So, jetzt haben wir hier Bananen und hier. Und ja, das kommt jetzt, wie gesagt, für 5 bis 10 Minuten in die Sonne. So, ich habe mal eben den Hintergrund gewechselt. Es ist jetzt einfacher, am Schreibtisch zu bleiben als vorher. So, es ist jetzt trocken. Es hat in der Sonne getrocknet und ich finde es mega cool geworden. Ich zeige euch das gleich nochmal vom Nahen. Aber es war ganz schön tricky, also gar nicht so einfach. Ich zeige euch jetzt nochmal hier das Bananentoast. Das ist voll cool geworden, denn die Peanut Butter, die ist richtig dunkel und opak geworden, also gar nicht so transparent, sondern die ist wirklich, ne, ich habe es auch hier daneben gesehen. Es ist ein bisschen locker, weil es hängt nur vorne an dem Messer. Vielleicht mache ich dann nochmal mit was anderem, was ich habe, klebe ich das nochmal ein bisschen fest oder so mit dem Ahornsirup. Vielleicht mache ich dann noch mit so einem Ahornsirup oder sowas. Genau, und dann haben wir ja hier noch die Tarte. Die Tarte sieht jetzt so aus. Da seht ihr, das Lemon ist so ein bisschen transparent geworden. Ja. Also ich bin nicht so happy damit, weil mir gefällt das mit den Erdbeerscheiben da drin überhaupt nicht. Aber, ja, vielleicht würde ich das nächstes Mal nur mit den Beeren machen und so. Aber es ist irgendwie schon ganz cool, oder? Ich finde das voll süß. Ich liebe das. Also das Tart gehört denn hier unter die Glocke. Jetzt ist nur die Frage, kommt halt dieses komische Teil da? Wartet mal, ich muss mal eben rausholen hier. Da habe ich so viele Tische und weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, ehrlich gesagt. Und alles riecht nach diesem Resin. Also ich mag den Geruch, aber er ist nicht so penetrant und eklig. Also ich finde den eigentlich ganz nice. Er ist so ein süßlicher Geruch. So, also hier haben wir schon mal einen Tisch. Dieses Ding hier. Jetzt ist mir die Frage, kommt das so auf den Tisch? Oder vom Bild her würde ich jetzt fast sagen, es kommt hier unter die Glocke mit runter. Weil eigentlich kommt ja so eine Tarte immer mit. Aber meine Tarte ist irgendwie total verzogen. Seht ihr das? Die ist so, die war schon irgendwie so ein bisschen aufgebläht, sag ich jetzt mal. Die hatte schon so einen runden Deckelboden, als ich sie rausholte. Keine Ahnung, ob das das Material ist. Also ich würde jetzt sagen, man macht die jetzt da so drauf. Dann kommt diese kleine Käseglocke drüber. Oh, ist das süß. Das ist so cute, ey. Ich dreh durch, ey. Das ist einfach so mega nice. Also irgendwie geht denen die Glocke nicht richtig zu, wenn dieses Ding da unter ist. Aber eigentlich müsste man das so machen. Ich halte das jetzt einfach mal fest. Also so müsste das dann aussehen. Ich werde euch das gleich noch einen Namen zeigen. Hier ist jetzt das kleine Brot. Ja, also ich habe auch die kleine Gabel habe ich jetzt so getrocknet. Mit dem dran legt man das daneben. Und dann, wenn ich noch einen Teller habe oder sowas. Es ist ja so groß wie für Barbie. Ich finde das ja mega passend für Barbie. Und deswegen, so, ich packe das jetzt mal hin, könnte man auch so einen Barbie-Plastikteller machen, nehmen oder so, habe ich bestimmt irgendwo noch. Bei meinen Eltern fliegt bestimmt noch so einiges rum. Ja, also die beiden Sachen haben wir jetzt gemacht, die sehen mega cool aus, ich finde das echt schön. Und das hier war ja Nummer 1. 1. Ja, also nicht so einfach, dass euch so in die Kamera. Ich werde euch das gleich so nochmal abfilmen. Ja, es fällt mir jetzt hier alles runter. Also ich werde das gleich euch nochmal so abfilmen. Es ist unglaublich warm geworden hier im Zimmer. Deswegen ist das Resin wahrscheinlich auch so extrem schnell angezogen. Bei mir auf dem Dachgeschoss, das hält nicht so wie bei anderen. Leider. Ja, ist halt so, ne? Also ich bin jetzt nochmal gespannt, was hier in der letzten Kugel drin ist. Die werden wir nochmal separat auspacken. Ich hoffe nicht schon wieder irgendwas Doppeltes. Aber dann kreieren wir mal was aus den Waffeln und so. Ich finde das nämlich echt ganz cool. Und ihr könnt mir ja auch gerne mal, wie gesagt, in den Kommentaren da lassen, was ihr euch so vorstellt, was man damit basteln kann. Also ich habe ja, wie gesagt, die Idee, dass ich so eine kleine Küche bastle oder so, wo das so hinkommt und dann irgendwie so in Regale kommt oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Muss man noch mal ein paar Ideen raussuchen. Oder man könnte natürlich auch, weiß ich nicht. Einige machen da so Magnete dran, aber ich habe keinen Kühlschrank, wo ich es dran machen könnte. Ich müsste mir ja dann irgendeine Magnetwand machen und so. Aber ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Ideen, was man daraus so basteln kann. Ne? Aber
Es gefällt mir richtig gut. Ich finde das so mega cool. Gut, das Bananentoast ist natürlich ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt im Begriff zu dem tollen, also die Strawberry Waffle ist echt noch so mein Favorite, ne, von den drei Sachen, die ich jetzt habe. Ja, ich habe mal meine Minimaus geholt. Das ist meine Minimaus Noemo, die voller Katzenhaare ist, so wie alles hier. Aber ich finde, also es hat auf jeden Fall Barbie-Größe. Ich habe jetzt keine Barbie hier, ich kann euch das mit Barbie nicht zeigen, aber ich finde auch, dass Minimaus sich mit dem Kuchen eigentlich echt gut macht. Vielleicht ist es ein bisschen zu klein, ein Mini-Tick zu klein, wenn man die Miniaturgröße beachten würde. Aber wenn man jetzt Minimaus so hier die Waffeln geben würde, ich glaube, die Waffeln, die passen ganz gut von der Größe, oder? Was sagt ihr? Ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir, die Dinge auszupacken und sich anzuschauen. Und ich bin wirklich verliebt in diese Sachen. Das ist einfach so cute hier. Die kleine Toastbrot und die kleine Tarte. Also vielleicht mache ich da nochmal irgendwas aus Fimo und dann kommt da nochmal wieder was rein an Deko. Ich behalte das auf jeden Fall, weil ich finde das so mega cool. Und ja, wir haben ja noch eine Kugel auszupacken. Also vielleicht habt ihr Lust, mit mir da nochmal reinzuschalten und mit mir das auszupacken, was in dieser Kugel drin ist. Und wenn euch solche Videos gefallen, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu aktivieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr, wenn ich weitere Miniverse-Kugeln auspacke. Ich bin jetzt echt auf der Hut. Ich muss gucken, wo ich das herkriege und die mit euch zum Auspacken. Falls vielleicht hat euch das ja gefallen und ihr wollt mehr solche Videos, dann kommentiert fleißig und ja, gebt mir ein Däumchen hoch und dann freue ich mich drüber. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter und wir gucken, ob hier das Avocado-Toast drin ist. Das sagenumwobene, beliebte Avocado-Toast. Und ich hoffe, ihr habt Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage euch bis dahin, bye bye und au revoir.